Hallo, ich bin Juliane, ich komme aus der Oberpfalz und meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Ringsburg. Und wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du mitmachst bei dem Fotoshooting? Ja, ich habe mir die Kalender schon mal angeschaut und ich würde mir eigentlich letztes Jahr einen Kaffee oder für meinen Freund eigentlich oder für meine Geschwister und habe ich keinen gekriegt. Und dann haben wir gedacht, jetzt muss ich mich selber bewerben, dass ich da sicher so einen Kalender kriege. Weil um den geht es ja so zu. Das ist ja ungewöhnlich, dass du für deinen Freund einen Jungbauernkalender kaufen willst. Wie kommst du da dazu? Mir gefallen die Fotos recht gut und ich glaube, meinem Freund gefallen die auch. Da wird die Landwirtschaft einmal ganz anders präsentiert, modern und das ja gefragt. Und weiß dein Freund, dass du mitmachst dieses Jahr? Nein, das weiß eigentlich bei mir gar keiner daheim. Die wird die alle überraschen. Okay. Ja, und was glaubst du, wie sie reagieren werden? Ich glaube, die freuen sich. Auf welches Motiv können wir uns bei dir dann freuen? Ich weiß nicht, wie ich das sagen darf, ob das jetzt nicht eine Überraschung ist. Aber ich war vor ganz was Besonderes. So viel habe ich vorher auch noch nicht gesehen, vor so Straußen. Ah. Eine Straußenfarm war ich. Mhm. Deswegen der Hut? Ja, ich glaube schon, dass das irgendwie zusammenhängt. Das war auch voll interessant, weil ich habe mir gedacht, die Viecher, die waren vielleicht ein wenig unruhiger, aber die waren ganz entspannt vor der Kamera. Man hat sich da richtig einstellen können und die waren ganz ruhig alle. Du kommst von dem Betrieb, was habt ihr dann zu Hause für den Betrieb? Wir haben hauptsächlich Ackerbau, ein paar Kühe im Stall. Hähne haben wir daheim, Fisch. Und bei uns im Dorf haben wir recht für den Betrieb, meine Verwandten. Und was machst du selber? Ich arbeite als Krankenschwester. Okay. Aber magst du mal wieder zurück in die Landwirtschaft? Ja, mir hat das schon gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch tue. Es ist eine harte Arbeit, voll interessant, aber Krankenschwester, das gefällt mir jetzt auch. Man ist mir fest angestellt. Man kann heimgehen und hat dann eine Ruhe. Und in der Landwirtschaft ist man halt immer beschäftigt. Da muss man immer mitdenken und immer auf den aktuellsten Stand sein, dass man jetzt einen Hof wirklich gut führen kann. Das ist nicht ohne. Und wie waren jetzt die Tage hier so mit den Kolleginnen hier? Wie ist es gelaufen? Die waren alle total nett. Also man merkt, dass wir alle von der Landwirtschaft kommen. Wir verstehen uns alle. Jeder ist voll unkompliziert und es war lustig. Gut, danke.